Okay, ich werde etwas zurückgehen in die reelle Welt. Noch nicht so aufregend wie Herr Gossmann. Wir sprechen wieder über normale Papers im Moment. Wir wollen disruptiv sein auf dem Level, den wir vielleicht besser kennen im Moment. Das sind mehr oder weniger traditionelle Journals. Der Grund, warum wir bei Journals bleiben, ist, weil wir meinen, dass das Papier, das Paper-Format eigentlich Zukunft hat. Das heißt nicht, dass andere Sachen sich auch nicht entwickeln auf der Seite, parallel dazu in anderen Dimensionen. Aber das Paper ist und bleibt eigentlich ein menschlich lesbares Volumen an Informationen, was Daten mit Interpretation und Text verbindet in einer menschlich lesbaren Packung praktisch. Und ich glaube, dass das noch sehr gut funktioniert. Ich hoffe nicht, dass wir in eine Situation geraten, wo wir nur noch Sachen durch automatischen Access und Search-Functionality finden. Ich werde morgen noch einen kleinen Talk geben über unsere Transformation auf dem Level von Search und von Datenpublikationen, was wir aus unseren Papers machen wollen. Heute geht es ja eigentlich nur um Open Access Transformationsstrategien. Also ich halte mich nur damit heute auf. EMBO ist in dem Sinne interessant, ist natürlich eine ganz, ganz kleine Organisation, ist eine kleine Akademie der Wissenschaft mit 1500 Mitgliedern in Europa und die auch nach Amerika und Asien reicht. Publiziert nur 4 kleine Journale, die sehr, sehr selektiv sind. Aber es ist ein interessantes Beispiel, glaube ich, für Open Access Transformationen, weil wir von vornherein mit dabei waren praktisch und eigentlich von allen Arten von Open Access Transformationen, die heute schon erwähnt wurden, Beispiele haben. Und deshalb ist es vielleicht ganz interessant, die Sachen zu erklären. Wir haben Molecular Systems Biology schon als Open Access Journal in 2005 gelauncht, als Web-Only Journal. Und das ist seitdem eigentlich sehr successful gewesen. Wir sprechen ja nicht sehr gerne von Impact Factor und so weiter, aber es ist eins der Leading Journals auf seinem Gebiet. Und das war von vornherein auch finanziell haltbar als Open Access Journal. Wir fingen damit an im Open Access, weil das im Systembiologie von vornherein Computation Biology und Systembiologie von vornherein eigentlich sehr warm gegenüber Open Access und Sharing war. Und das hat auch funktioniert. Dann haben wir 2 Beispiele von sehr traditionellen Journals. Das EMBO Journal ist 32 Jahre alt, EMBO Reports 15 Jahre alt, die als ganz normale Journals gelauncht wurden und dann in Hybrid verwandelt wurden vor ungefähr 10 Jahren und jetzt auf der Kippe zur Open Access stehen. Und ich will erklären, wie wir damit weiter verfahren wollen. Und dann haben wir eine Conversion schon vollzogen mit EMBO Molecular Medicine. Das ist ein Online-Journal, das war als ganz normales Journal gelauncht worden und ist jetzt successfully in Open Access verwandelt worden mit unserem Verlagspartner Wiley. Die ganzen Journale sind jetzt sollte erwähnt werden, mit Hilfe von Wiley publiziert und auf der Highwire-Plattform von Stanford University. Also, jetzt um die Beispiele weiter zu erläutern, vorher will ich noch kurz darauf eingehen, dass es eine interessante Gruppe von Beispielen ist, weil wir hier sprechen von sehr hochselektiven Journalen. Und eine der großen Fragen in Open Access ist ja, geht das überhaupt mit Journalen, die sehr, sehr teuer sind und sehr selektiv sind? Es wurde schon erwähnt, wir haben ein sehr starkes Wachstum in den Biowissenschaften insgesamt. Wir haben mehr als 1,5 Millionen Papers pro Jahr im Moment. Und wie schon in mehreren Vorträgen heute und heute Morgen erwähnt, ist die Frage, ob Open Access das Volumen akzeleriert. Ich glaube, das ist nicht so die wichtige Frage, ob noch mehr publiziert werden wird oder nicht. Die wichtige Frage ist, ob man Open Access in einem High Level publizieren kann. Das heißt, das Geldvolumen ist hoch und auch die Qualitätssicherung ist sehr hoch. Und ich will Beispiele dafür bringen, was das in Wirklichkeit bedeutet. Hier ist eine sehr interessante Quote von einer Person, die klingt, als wäre sie gestern gemacht worden. Es gibt 35.000 Journale und es fragt sich, wie viele davon mehr als Background Noise publizieren. Und man denkt, das wäre gestern gemacht worden. Aber es ist interessant, dass das schon 1965 gesagt wurde. Also es ist kein neues Problem, die Publikationsmasse. Und wir sind sehr daran interessiert, weiterzukommen und nicht zu sehen, dass Open Access das Risiko noch erhöht, dass wir noch mehr auf den noch mehr Nadeln auf den Heuhaufen werfen praktisch. Also Sustainable Open Access, unser Problem ist, dass wir unserer Meinung nach sehr viel Value adden auf Englisch und das kostet natürlich Geld.
Wir sind auch sehr selektiv. Unsere Journals publizieren weniger als 10% der eingereichten Arbeiten im Durchschnitt. Und das ist auch sehr teuer, weil natürlich die 10% der Autoren im klassischen APC-Modell die ganzen Kosten schultern müssen. Und die sehr wichtige Frage in Open Access meiner Meinung nach ist, ob es überhaupt reell und fair ist, dass die wenigen Autoren, die den Content, den primären Papers publizieren, auch wirklich diese Kosten tragen können, die davor natürlich über alle Leser verteilt wurden. Weiterhin ist auch wichtig, das im Sinne zu sehen von einer globalen Perspektive. Wir publizieren natürlich weltweit und das ist natürlich der Fall für alle internationalen Journale. Ist es wirklich möglich, dass ein Autor aus Indien oder aus China solche Kosten schultern kann? Oder müssen wir spezifische internationale Kostenstaffelungen und sowas entwickeln? Nur um mal zu illustrieren, was wir mit viel Geld meinen. Wir haben jetzt über 1.000, 2.000 Euro gesprochen, 7.000 kam mal von der Wellcome Trust Studie und das ist schon sehr realistisch von unserer Meinung nach. Wir müssten bei dem Embo Journal über 7.000 Euro pro Artikel verlangen, um im Moment finanziell über die Runden zu kommen. Nature estimated das auf über 30.000 Euro pro Artikel. Die sind natürlich sehr ambitioniert finanziell, wie wir alle wissen. Und eLife, interessanterweise, das ist ja ein Non-For-Profit-Journal, von dem Sie vielleicht gehört haben, das von der Max-Planck-Gesellschaft mitgetragen wird, würde 14.000 Euro pro Artikel kosten. Unsere APC, und wie ich gesagt habe, sind wir Hybrid-Modell und Open Access für zwei unserer Journale, wir haben die gleichen Kosten, $3.900 oder 3.000 Euro. Das ist ein Unterschied zu 7.000 und der Grund dafür ist, dass das Embo-Journal viele der Innovationen, die wir jetzt anbringen und viel der Infrastruktur trägt praktisch und die unsere Open Access Journale eigentlich nur funktionieren auf der Basis von diesem Trägerjournal. Ich will kurz ein paar Beispiele bringen, warum das so teuer ist, weil das immer natürlich die Augenbrauen in die Höhe schnellen lässt. Der Editorial Process ist sehr involviert, den wir haben und zwar fängt er schon Pre-Submission an. Wir haben sehr intensive Pre-Submission Exchanges mit Autoren, um den Prozess effizienter zu machen. Bei uns dauert es nicht 2 Jahre zu publizieren, sondern im Durchschnitt 3 Monate und man kriegt Editorial Decisions nach 3 Tagen. Das ist natürlich sehr schnell und das ist sehr arbeitsintensiv. Wir haben sehr intensive Exchanges mit den Autoren Post-Review auch, um die Qualitätssicherung zu garantieren. Und ich will 1, 2 Beispiele davon zeigen, was das bedeutet. Und wir arbeiten dann sehr intensiv auf dem Production-Level mit Figures und Developmental Editing, in addition zu dem normalen Copy-Editing und Typesetting. Ja? Und dann natürlich Press-Releases, Commentary-Reviews und so weiter und so weiter. Wir haben zwei wichtige Innovationen, wie wir finden. Eines ist der transparente Prozess, der schon kurz erwähnt wurde, der wirklich den Prozess sehr, sehr effizient gestaltet hat. Und wir können jetzt wirklich die meisten Papers in einer Runde von Revision publizieren und eben sehr effizient in 3 Monaten. Und das Source Data Projekt, über das ich morgen sprechen werde, was auch sehr transformativ ist, unserer Meinung nach. So sehen die Artikel dann aus. Sie sehen, dass ein Inhouse-Grafiker Visual Abstracts generiert und Summary Slides und so weiter. Das ist arbeitsintensiv. Hier ist ein Beispiel von das Sie vielleicht alle kennen von aus Japan, wo Sachen nicht sehr gut gelaufen sind, um das milde auszudrücken, die Stubcells, die leider sehr schnell seit Januar in Distribute geführt haben und inzwischen sogar leider sogar in einem Tod gemündet haben, was wirklich sehr, sehr tragisch ist. Und ich erwähne das nur in dem Sinne von, wir haben ein In-House, eine Fulltime-Position, die nur die Daten anguckt, bevor sie publiziert werden. Und diese Person hat auch als Teil ihrer Arbeit den Artikel gekriegt, bevor bekannt war, dass es Probleme damit gab, weil wir immer ein paar Artikel untermischen, um zu sehen, wie die Qualität unserer Analyse ist. Und die hat in 15 Minuten die Probleme in dem Paper gefunden, die dann nachträglich eben zu dieser Eskalation geführt haben. Und es ist halt interessant, sich vor Augen zu halten, was passiert wäre, wenn die Autoren davon vorher informiert worden wären. Das ist nicht nur, um Control Freak und Polizist zu spielen. Wie Sie sehen, hier ist ein Beispiel vor kürzerer Zeit, wo ein Autor sehr, sehr dankbar war, dass sein Papier nicht publiziert wurde, weil Probleme aufgetaucht sind. Das ist wirklich ein Service für die Autoren. Ich habe die Checkliste, glaube ich, schon erwähnt und das machen einige andere Journale auch. Das ist auch im Durchschnitt 1 Stunde Arbeit pro Paper, dass die Autoren wirklich angehalten werden,
eine ganze Reihe, und wir sprechen hier von den Biowissenschaften, für Physiker ist das alles ziemlich lächerlicher Kram, glaube ich, aber in Biowissenschaften ist es wirklich revolutionär, dass wir Statistik in Papers jetzt transparent reporten, dass wir die Methoden in großem Detail angeben, die Reagenzien genau angeben, dass sie auch weiterverfolgt werden können, was genau gemacht wurde und ethical Sachen. Ich werde jetzt nicht in die Details gehen, aber ich will nur sagen, dass solche Art von Entwicklungen wirklich sehr zeitintensiv sind. Hat das, jetzt will ich ein Beispiel geben von unserer Conversion, weil das ein gutes Experiment war. Das war ein ganz normales Journal vorher und wir haben das konvertiert. Wir waren natürlich excited, um zu schauen, ob das auch Effekt hat. Und es war wirklich sehr aufregend zu sehen, dass die Submissions hochgeschnellt sind, als wir Open Access gegangen sind, 2012, wie Sie hier sehen. Und der Online-Access ging auch dreifach rauf. Ich habe jetzt diese Daten rausgenommen, aber es ist im Durchschnitt dreifach in die Höhe geschnellt, was natürlich sehr positiv ist. Nur, wenn man die Analyse ein bisschen genauer anschaut, ist nicht klar erwiesen, dass das durch die Open-Access-Conversion war, sondern viel eher zusammenhängt mit dem Impact-Faktor von dem Journal, leider. Sie sehen, dass wir im August 2011 unseren ersten Impact-Faktor bekommen haben, die Submissions enorm raufgegangen sind und dann der Impact-Faktor über 10 ging, wenn Sie auf die rote Linie schauen und die Korrelation sehr, sehr gut ist mit den Submissions. Ich will nicht sagen, dass Open Access keinen Effekt hat. Wir haben das Experiment auch gemacht, das ist auch ein sehr gutes Experiment mit unseren Hybrid-Journalen, wo wir vergleichen die Non-Open Access Paper mit den Open Access Papers. Und da sehen wir keinen Effekt auf Citations. Wir sehen aber einen ziemlich starken Effekt, ungefähr zweifachen Effekt auf den Online-Access zu den Journals. Also das ist schon mal positiv. Wir sehen keinen Effekt interessanterweise auf Social Media Aktivität, also die Anzahl von Blogs, Tweets und so weiter. Das bleibt ziemlich gleich. Aber es scheint ziemlich klar zu sein, dass der Web Access raufgeht. Aber Citations, soweit wir sehen können, flach bleiben. Step by Step Conversion to Open Access. Unserer Meinung nach ist Hybrid legitim. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das im Kopf zu behalten, das zu transportieren, dass nicht alle Journale, die Hybrid-Journale sind, irgendwie Geld damit machen wollen. Wir refunden, wie viele andere Journale ja auch, das ganze Einkommen von Open Access Fees im Hybrid-Journal zurück zu allen Libraries. Das ist natürlich nicht ganz fair zu den Libraries, die mehr Open Access bringen, aber es ist einfach nicht machbar andererseits. Und es ist meiner Meinung nach ein gutes System, Journale zu positionieren, dass sie auf Open Access umstellen können, wenn der Anteil von Open Access Papers einen gewissen Level erreicht. Wir sind auch, bei allen Journalen haben wir von Anfang an immer die Papers so früh wie möglich freigestellt. Das bedeutet nach 6 Monaten Green Root, also Self-Archiving, und wir machen das auch für Autoren als Service. Und nach einem Jahr als Gold Open Access. Was wir noch nicht gemacht haben, ist die Lizenzen dann zu transformieren in eine wirklich Creative Commons License, eine CC BY License. Das ist noch in Progress und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, die Sachen wirklich Gold Open Access dann zu machen. Was wichtig ist, dass wir diesen Sweet Spot dann erreichen können, wo die zwischen realistischen Charges, dem Volumen von Papers, das wir publizieren, und den Kosten. Eine Sache, die wir bei Embo nicht mitspielen wollen, ist die Qualität irgendwie zu kompromittieren, indem wir mehr publizieren. Das ist natürlich das Problem, das fundamentale Problem beim APC-System, dass je mehr man publiziert, je mehr Einkommen man hat. Und es ist natürlich enorm schwierig, dem entgegenzuhalten als Editor und zu sagen, wir müssen die Qualität absolut sichern. Unserer Meinung nach haben Journale, die sehr selektiv sind, ein Value, und das hat wieder mit der Informationsflut zu tun. Wir können unmöglich 1,4 Millionen Papers als Menschen navigieren. Wir brauchen irgendwelche Art von Filtern, und Journale, die sehr qualitätsorientiert sind, sind ein Filter. Das heißt nicht, dass sie der einzige Filter sind, aber die sind schon mal ein wichtiger Filter. Und ich will auch nicht sagen, dass das Journal Name wirklich unglaublich aussagekräftig ist in Research Assessment, aber es ist ein wichtiger Filter und ich glaube, das wird auch so bleiben in der Zukunft. Wir wollen bei allen Open Access Conversions, die wir machen, den gleichen Qualität an Editorial Process einbehalten, und das ist eigentlich der Hauptkostenpunkt für uns. Und wir wollen sehen, dass wir nur valuable research publishen. Also das heißt nur bedeutende Einsichten, die wirklich auch die Community weiterbringen, jetzt nicht nur Archivmaterial sind. Ich definiere das so, wenn ein Paper mehr Autoren als Online-Readers hat, dann ist das Paper eigentlich nicht publikationswert.
Also jetzt will ich das als Beispiel bringen für Embo Reports, weil wir meinen jetzt in der Position zu sein, wo wir Embo Reports in Open Access verwandeln können. Wir haben sehr genaue, was wir Reject Analysis nennen, gemacht und gemerkt, dass wir viele Papers bei den vier Journals, die wir haben, ablehnen aus Gründen von Editorial Scope, das heißt von der Art von Wissenschaft, die eingereicht wird, nicht von der Qualität selbst. Und wir haben gedacht, aber das wurde ja schon ausgeführt, als Partner-Journal, es wäre enorm positiv eigentlich, solche Arbeiten bei uns zu behalten. Und der Hauptgrund ist nicht unbedingt, um mehr Geld zu machen, sondern um den ganzen Peer-Review-Prozess effizienter zu gestalten, weil ein riesen Bottleneck im ganzen System ist, dass die Autoren angehalten sind, so hoch wie möglich zu publizieren und dadurch, dass die ganze Peer-Review-Base eigentlich überlastet ist. Das heißt, dass viele Autoren zu 3, 4 Journalen, zumindest in Biowissenschaften gehen, bevor sie publiziert werden. Und das ist natürlich nicht scalable. Ich bin fast fertig. Wir wollen die Referee-Reports recyceln, so weit wiederverwenden wie möglich. Das heißt, dass die Leute nicht nochmal neu anfangen müssen bei einem neuen Journal. Und wir wollen dadurch auch die Publikation, den Delay zur Publikation so weit runtersetzen wie möglich. Das heißt, wir wollen diese Lektionen hochhalten, aber auch fair zur Community sein. Wir meinen mit 3.000 Dollar und einer Acceptance Rate, einem Shift, im Moment akzeptieren wir 12% Papers bei Embo Reports, wenn wir das nur auf 15% draufsetzen können, das bedeutet, und sehr viele Papers, so viele Papers wie möglich transferieren von den anderen 3 Journalen, dass wir von 80 Papers auf 250 Papers im Jahr gehen können bei Embo Reports und das würde reichen, um das Journal auch in Open Access unterzubringen. Eine Konzession, die wir machen müssen, ist weniger Frontend, was wir so Frontend im Jargon nennen, zu publizieren. Das Problem mit Reviews und Press und Journalismus in generell ist natürlich bei Open Access, dass es kein Geld reinbringt. Und das Hauptproblem beim Journal wie Embo Reports, das im Moment 50% solchen Content hat, ist natürlich, wie man sowas finanzieren kann als Open Access. Und das bedeutet, dass wir das praktisch entfernen müssen, um finanziell haltbar zu sein. Was nicht unbedingt positiv ist, aber wir werden das in die anderen Journale weiterverteilen. Und wir, eine Sache, mit der wir stark experimentiert haben, die sehr positiv ist und ich sehr weiterempfehlen würde, ist nicht passive, passive Transfers zu machen. Das bedeutet zu sagen, dass Journal A sagt, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr zu Journals C bis D auch gehen wollt, die sind auch ganz schön, sondern dass wir wirklich eine Vordiskussion zwischen den Journalen haben und dass das Recipient Journal praktisch genau sagt, was es machen wird. Das heißt, dass der Autor wirklich einen Choice hat, dass er sagen kann, ich werde jetzt bei A abgelehnt, aber Journal B würde das und das mit meiner Arbeit machen. Es würde es so unverändert publizieren oder es würde es an einen neuen Referee weiterreichen und so weiter. Und das funktioniert enorm gut. Die Autoren sind natürlich sehr froh, wenn sie genau wissen, was passieren wird mit der Arbeit. Also ich würde jedem empfehlen, der solche Transfer-Partnerships aufbaut, wirklich eine Interaktion zwischen den Journalen vor der Entscheidung von dem Rejecting Journal zu machen. Jetzt noch kurz 3 Punkte zum generellen Problem. Der Finanzierung können wir Submission Fees einbauen, anstatt jetzt nur auf APCs uns zu verlassen. Ist Direct Funding realistisch und können wir vielleicht Manuscript Transfer Reimbursements beäugeln? Das ist eine Sache, an der wir sehr interessiert sind. Submission Fees werden wir nicht im Moment etablieren und das ist hauptsächlich deshalb, weil es absolut nicht etabliert. Der Feedback sehr, sehr negativ über Submission Fees sind. Wir haben einfach Angst, das zu machen. Es würde auch nicht enorm viel Geld reinbringen, wie man hier sieht. Das ist natürlich relativ 150.000, aber es würde bei weitem nicht reichen, eine signifikante Alternative zum APC zu sein. Es gibt natürlich inzwischen sehr interessante Modelle, Sachen durch die Funders zu finanzieren. Wir haben hier von Max Planck ein Beispiel, eLife. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Papers da auch sehr teuer sind. Das ist eine Möglichkeit. Das Problem damit ist natürlich, dass möglicherweise nicht absolute Unabhängigkeit garantiert werden kann. Aber das hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab. Aber das ist eine Möglichkeit, die man weiter im Auge behalten kann. Die Frage ist, wie scalable solche Solutions sind, wenn man 30.000 Journals auf der Welt hat.
Transfers. Wir haben ein Beispiel mit den Biomed Central Journals von Molecular Systems Biology, bei dem wir auch eine finanzielle Transaktion durch Transfers vereinbart haben. Das bedeutet, wenn wir ein Paper ablehnen, nachdem es peer-reviewed worden ist, bei Molecular Systems Biology kriegen wir einen Prozentsatz zurückerstattet von dem Recipient Journal bei Biomed Central. Und ich glaube, das ist eine scalable Solution, die wir weiter verbreiten sollten durch die Community, die wirklich das ganze Open Access Modell vielleicht viel realistischer machen könnten. Hier noch ein paar Fragen zum Schluss. Wie können wir Frontend, das heißt Editorial Material und Journalismus in Open Access finanzieren, wenn wir keine APCs chargen können? Können wir Funders convincen, und hier gibt es ja einige im Raum, dass es wirklich mehr als 1 oder 2.000 kostet, sowas zu publizieren? Können wir ein finanziell balanciertes Modell entwickeln, das wirklich für Open Access konstruktiv funktioniert und nicht enorme Kosten für Autoren aus Mexiko bedeutet? Ist es wirklich realistisch, dass Direct Government Funding von Journalen scalable ist und die Unabhängigkeit bewahrt? Und ist es wirklich kosteffektiv? Und das ist vielleicht etwas kontroversiell, und das kann man lange diskutieren, ob Greenroot Open Access Content wirklich eine scalable Solution ist oder eine sehr, sehr teure Transitory Alternative ist praktisch. Herr Vor hatte gesagt, ich sollte kurz die Kosten nochmal erwähnen, 3.000 Euro für die APCs, das ist die einzige Charge, die wir haben. Wir haben keine extra Charge, wir haben kostenlose Publikationen für Research for Life Countries. Wir haben auch Reductions of Charges, wurde ja schon erwähnt, dass 80% ungefähr im Endeffekt realistisch sind. Also wir werden nie verhindern, dass wer publiziert, der nicht bezahlen kann. Die Berechnungsgrundlage ist einfach, dass wir die Journale in Open Access verwandeln wollen, ohne Qualität zu kompromittieren, und wir müssen zumindest ein Break-Even haben im Endeffekt. Unsere APCs werden durch Wiley verarbeitet, und das sieht so aus. Das sind die Forms, und man sollte nicht durchs Detail gehen. Enorm kompliziert, kann ich nur sagen. Es ist, und das ist eine andere Frage, wie scalable das alles ist. Wir haben enorme 1:1 Discount-Verhandlungen mit allen möglichen Institutionen. Und wenn man das auf die ganze Welt ausdehnt, die sind sehr oft in Deutschland im Moment, weil das Open Access ein Land ist, was sehr interessierend Open Access ist. Aber wenn man das auf die ganze Welt ausdehnt würde, wäre die Sache sehr, sehr kompliziert werden. Und die Frage ist, ob die Discounts, die vereinbart werden mit Institutionen, bedeutet, dass die APCs für andere Institutionen hochgesetzt werden müssen, kompensieren praktisch. Also das wird mich interessieren, was die Meinungen dazu sind, weil wir zielen, glaube ich, in die gleiche ökonomische Dynamik wie vor den Open Access Conversions praktisch, dass Sachen negotiated werden endlos und komplex werden. Also, danke. Ja, wir haben eigentlich keinen Pushback gehabt, trotz den 3.000 Euro. Das kam natürlich zur gleichen Zeit, wo der Impact-Faktor sehr gut aussah, muss man sagen, und das war den Leuten ganz klar wichtiger. Wir haben auch individuell gesprochen mit Personen, mit den ein oder zwei, die Probleme hatten. Es war wirklich, der Impact-Faktor ist viel dominanter als der Kostenpunkt. Also, Autoren schauen sehr genau auf die Qualität. Ich habe nicht Qualität gesagt, ich habe Impact-Faktor gesagt. Okay. Ich wollte sagen, auf die Qualität, dass vielleicht der Impact-Faktor ein Anhaltspunkt sein könnte. Ja. Obwohl wir die Probleme kennen, sie schauen halt doch noch auf den Impact-Faktor. Ja. Sind dann gewillt auch zu zahlen, 3.000? Ja, auf jeden Fall. Aber eben nicht 7.000. Das ist unser Problem. Wir könnten nicht Embo Journal im Moment in Open Access verwandeln, obwohl wir es natürlich sehr gerne machen würden. Thank you.
Sie erwähnten mehr oder weniger en passant, dass nach der Umstellung auf Open Access zwar die Usage nach oben gegangen sei, aber nicht die Zitationen. Das ist übrigens das gleiche Ergebnis, das auch Phil Davis gehabt hat. Der Einzige, der eigentlich der Meinung ist, dass es keinen Open Access Citation Effekt gibt. Aber was er gemacht hat, ist, er hat seine Studie durchgeführt mit einer Reihe von Journalen, die alle an der Spitze ihrer Disziplin sind. So, und das sind einfach Must-Read-Titel für alle in der Community, ob die in Open Access sind oder nicht, macht dann keinen Unterschied mehr. Wer da arbeitet und potenziell zitiert, liest den Kram sowieso. Das ist der gleiche Effekt. Absolut, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, wenn man jetzt in einem zweiten Rang Journal ist, dann hat der Open Access Effekt viel mehr Wirkung. Das ist überhaupt keine Frage, glaube ich. Zwei Anmerkungen mehr als Fragen. Das erste, weil Sie eben eLife im Zusammenhang mit Ihrer Frage angesprochen haben, wie sieht das mit Unabhängigkeit aus? Und an der Stelle als derjenige, der die MPG eLife betreut, ganz eindeutig. Und Sie kennen das Editorial Board und werden nicht auf die Idee kommen, dass auch nur einer von den wichtigen Seiten Entscheidungen sei es von Max Planck, von Wassermann, von HHMI beeinflussen lässt. Nicht nur, dass das in der Persönlichkeit der Autoren drin liegt, sondern wir haben auch ganz klar und eindeutig Statuten, die genau diese Einflussnahme ausschließen. Das nur als Anmerkung zu dem, zu Ihrer Anmerkung, die mir da so ein bisschen einen kleinen Stich gegeben hat. Das andere, was mir aufgefallen war, Sie haben Ihre hohe Qualität des Begutachtungsprozesses ja so herausgestellt und dabei dann dieses Stammzellpaper als Beispiel genommen. Ich bin 100% sicher, dass die Kollegen von Nature Publishing Group die Qualität ihres eigenen Begutachtungsprozesses ganz genauso in den Vordergrund stellen würden und trotzdem ist es passiert. Okay, das ich glaube, Sie haben damit überhaupt kein Argument gemacht. Ja, da kann ich kurz was zu sagen. Qualitätssicherung ist natürlich eine komplexe Sache. Das ist erst Schritt 1 ist Peer Review. Natürlich hat Nature hervorragendes Peer Review. Ich habe da selber lange Jahre gearbeitet. Überhaupt keine Frage. Aber die Referees schauen nicht auf die Daten im Zusammenhang mit möglichen Fälschungen. Das ist ein zweiter Schritt, den wir eingebaut haben. Nature macht das mit einem Subset seiner Papers. Dieses Paper war nicht in der Analysegruppe drin. Das heißt, wenn Sie darauf geschaut hätten, hätten Sie das natürlich auch gefunden. Das braucht kein Genius, das zu finden. Es hat 15 Minuten gedauert, dass wir es gefunden haben. Das bedeutet nur, dass es systemisch angewendet werden sollte bei Journalen, die Qualitätssicherung einbauen in ihr System. Und das kostet Geld. Wir haben eine Position, die nur das macht. Das kostet Geld. Deshalb macht es Nature nicht für alle Papers, obwohl Sie das jetzt überdenken daraufhin und das wahrscheinlich machen werden. Ja, ich würde auch gerne noch eine Frage stellen. Sie haben ja nicht nur erwähnt Ihre Qualitätssicherung, sondern Sie haben auch erwähnt, dass der Umstand, dass ein Artikel in einem bestimmten Journal veröffentlicht wird, eine Orientierung gibt. Und ich denke, dass man, gerade wenn man Ihren Vortrag vergleicht mit dem von Herrn Großmann, dann doch kleine zwei unterschiedliche Ansätze sehen kann. Und zwar, zumal man jetzt an die entwickelte Technik für Text- und Data Mining denkt, ist es denn tatsächlich für die Zukunft noch wichtig, dass man Journals hat als Orientierung für die Art, wo man relevante Informationen findet? Oder werden wir in Zukunft die relevante Information dadurch finden, dass wir entsprechende Technik zur Verfügung haben und uns aus einem großen Haystack diese Information herausfischt? Und würde das nicht bedeuten, dass für die Journals sozusagen in den Vordergrund tritt, Qualitätssicherung in diesem zuletzt auch in der Frage angesprochenen Punkt sicherzustellen, aber weniger ihre Funktion wäre dann weniger sozusagen eine Erfindung zu sein. Ja, ich glaube, die Qualitätssicherung, die sollte auch in Herrn Grossmanns Projekt dann eingebaut werden, was es sicher auch werden wird. Ich glaube, die Funktion von Journalen ist eher wichtiger, als sie früher war. Und das könnte natürlich sein, dass wir eine große Transformation in ungefähr 10 Jahren sehen, wo Journale wirklich dann irrelevant werden, wenn Search-Technologie wirklich deutlich weiter ist, als sie heute ist.
Im Moment haben wir ein rückläufiges Problem, dass junge Wissenschaftler, es gibt ein wunderbares deutsches Wort, sich in Fachidioten entwickeln, weil wir praktisch nur noch, weil das ganze System größer und größer wird, das heißt, das Volumen, was man absorbieren muss, praktisch exponentiell wächst als Individuum, aber gleichzeitig, also das heißt, die Spezialisierung praktisch automatisch voranschreitet, aber gleichzeitig die Search-Funktionalität in Keyword-Based Searching existiert, das heißt, man wird auch ein bisschen fauler und schaut nur noch in den eigenen Keywords praktisch nach. Das bedeutet, man liest nicht mehr links und rechts von seinem Feld, und wir wissen alle, dass viele der bedeutendsten Erfindungen und Schritte weiter eigentlich durch Zufall entstanden worden sind in Diskussionen im Kaffeezimmer. Deshalb sind viele der großen Institute so gut, weil die Leute ein tolles Kaffee haben. Wenn sie zu Sloan Kettering gehen, Howard Hughes Instituten und so, es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass Labors interagieren, und viele der sehr interessanten Publikationen, die daraus kommen, sind durch Zufall entstanden. Und wenn wir das verlieren, haben wir, glaube ich, ein Riesenproblem. Und es ist, glaube ich, noch die Rolle von Journalen, diese Breite ein bisschen zu vermitteln. Das nennt man Browsing auf Englisch, dass man einfach ein bisschen rumliest. Und ich glaube, das stirbt im Moment aus. Wir werden irgendwann sicherlich Technologien entwickeln, um das zu bewerkstelligen, aber im Moment ist es eher rückläufig durch Keyword-Based Searching. Letzte Frage. Vielleicht war das, ich hoffe, vielleicht gut passt jetzt zur letzten Frage und auch zum Hinweis von Herrn Watts, Qualitätssicherung und das Schwammzellenpapier. Letztendlich ist Post-Publication Peer Review, wo wir in meinem Vortrag jetzt aus Zeitgründen ein bisschen schnell drüber gegangen. Das Schwammzellenpapier zeigt ja, wie wichtig dieser zusätzliche Mechanismus ist, denn dadurch ist es ja erst in die Welt geworden, durch eine große Anzahl der Community-Mitglieder, die Fragen gestellt haben, die herausgefunden haben, das ist was faul, das ist jetzt das letzte, sehr prominente Beispiel, aber das ist letztendlich, ich gebe Ihnen vollkommen recht, ein wichtiges Element für Qualitätssicherung, wiederum aus der Community, und alle Mechanismen sollen die Community unterstützen. Wir brauchen keine technischen Möglichkeiten dafür, es ist die Community selbst, die nur den Zugang hat. Ja, Sie haben vollkommen recht, das war Papier, glaube ich, wo das zuerst gekommen ist. Was, glaube ich, wichtig ist, Incentives zu bringen, damit Personen auch solche Kommentare abgeben. Es ist immer ein Risiko und es ist immer sehr viel Aufwand, sowas gut zu machen, und im Moment ist kein Incentive, das zu machen.